Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Two Worlds 2. In der letzten Folge haben wir das alte, zerstörte Ashos erreicht und auch die Akademie. Und jetzt sind wir durch einen kleinen Keller in das Gewölbe unter der Akademie gekommen, denke ich. Und jetzt werden wir uns hier ein bisschen umschauen. Hier werden wahrscheinlich auch wieder jede Menge Gegner auf uns lauern. Würde mich überraschen, wenn es nicht so wäre. Wir haben noch ein Profi-Schloss. Hier findet man recht schönes Zeug. Ritterhose. Muss ich mal gucken, wenn ich hier so gehe. Wo sind denn die Waffen jetzt, die ich gerade mitgenommen habe? So. Ja gut, nee, so toll ist es nicht. So toll sind die Waffen nicht. Es ist falsch, hier zu sein. Du sollst es nur lange genug aufhalten, bis ich durchgekommen bin. Was meinst du mit durchkommen? Das wirst du schon sehen. Hier! Es ist stärker als ich! Okay, Kanef hat Gandor anscheinend dabei geholfen, hier das zu tun, was er tun wollte. Und hier auf der anderen Seite scheinen Gegner zu sein. Das kümmern wir uns aber jetzt erstmal nicht. Wir sollen jetzt erstmal versuchen, den Wasserspiegel aufzuhalten. Das scheint diesmal simpler zu sein. Ganz schön frisch. Alter, ich sehe gar nichts hier. Ich brauche mal eine Fackel hier. Das ist mir eindeutig zu dunkel. Schöne Aussichten. Falls du nee kriegst, das bringt überhaupt nichts. Mit dem Schwert zu kämpfen. Bleib ja liegen. Schauen wir mal. Warum wird mir da hinten noch ein Gegner angezeigt? Man weiß es nicht. Weil noch einer ist, deswegen. Halt die Klappe. Ja.
Mann, das scheint wieder das reinste Labyrinth zu sein hier. Oh, auch nicht. Hier geht's eh nicht weiter. Was hat Gandor hier gemacht, frage ich mich. Seit Wochen schon vergräbst du dich hier unten. Die Leute fangen schon an zu reden über dich. Du solltest doch nicht mehr herkommen. Bitte, Gandor, das ist doch Wahnsinn. Merkst du das nicht? Wahnsinn. Was weißt du schon vom Wahnsinn? Aber heute Nacht bei den Ruinen werde ich dir zeigen, was Wahrheit ist. Tja, scheint so, als wäre Kane wirklich ein Freund von Gandor gewesen. Doch der, ja, scheint aber wirklich wahnsinnig geworden zu sein. Was uns ja jetzt nicht wirklich wundert. Ja, komm doch raus. Scheiß Skelette. Oh, was ist denn das? Alter, was ist das denn? Komm doch her, du. Vieh. Wäre Biest. Meine Güte. Rückenmark. Lecker. Auf neben dich gekommen, Mann. Wo komme ich denn da jetzt raus? Ach, das war's schon hier. Oder was? Ja. Okay, wir sollen jetzt da runter wieder zum Caniff. Und da müssen wir den ganzen Weg laufen oder was? Oh, ist ja scheiße. Naja, wenigstens treffen wir keine Monster mehr unterwegs. Ja. Die Swallows sind nicht ohne. Das ist ein Altar, aber ich will mich jetzt nicht mit diesem Monster anlegen, um zu dem Altar zu kommen. Das liegt nicht in meiner Interesse. Was hast du nur getan?
als du dir vorstellen kannst. Warum werden wir immer wieder zurückgesetzt? Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Was hast du gesehen? Ich habe dich gesehen. Das habe ich erwartet. Dann hast du es also gewusst? Nein, erst als es schon zu spät war. Ich habe mein Leben damit verbracht, mehr herauszufinden. Aber ich kann nur sehen, wo es endet. Wo alles enden wird. Aber du bist doch dort gewesen. Ich war wie geblendet. Wegen der Folgen, die meine Taten ermöglicht haben. Gandoha hat etwas Merkwürdiges gehalten. Es war aus Feuer. Ich habe niemals zuvor etwas Ähnliches gesehen. Ich weiß, was du meinst. Er hatte es in einer Schachtel. Das fühlte sich warm an. Er hat gesagt, er hätte es aus den Sümpfen, irgendwo vom Festland auf Elkronas. Und er hat angedeutet, dass er einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Aus den Sümpfen, sagst du? Ja, es gibt da einen schmalen Landstrich im Zentrum von Inisit. Vielleicht findest du die Antworten auf deine Fragen dort. Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Augenblick gewartet. Aber nun erscheint es mir, als ob dies niemals mein Pfad war. Wir werden ihn aufhalten. Ich weiß. Leb wohl, Kenneth, und danke für alles. Es ist zu früh, um sich zu bedanken. Okay, und damit hätten wir jetzt schon die ganzen... die Hauptquest von, ja, von der Insel abgeschlossen. Damit hätten wir wahrscheinlich Kapitel 2 schon fast abgeschlossen. Krass. Da wären wir jetzt bei knapp 100 Folgen. Also reichlich 100 Folgen. Ich glaube, das ist jetzt schon die 101. Folge, glaube ich. Oder die 102. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja. Und krass eben. Das ist wirklich krass. Da wird es wahrscheinlich nochmal 200 Folgen, also wird erst das Spiel bei 200 Folgen vorbei sehen. Also das Spiel hat nämlich 4 Kapitel und wir haben 2 abgeschlossen. Ja, und also liegen noch 2 vor uns. Das heißt, es werden nochmal 100 Folgen, so ungefähr. Es sei denn, die letzten 2 Kapitel sind nicht so lang. Aber wenn man sich überlegt, wie viel hier noch unentdeckt ist auf der Karte, hier dieses ganze Landstrichchen hier. Das ist ja größer als die Savanne und New Ashes zusammen. Also da werden wir noch einiges zu tun haben. Und wir haben ja auch noch Quests. Ich würde gerne mal gucken, ob wir hier irgendwie außen lang kommen könnten, um dahin zu kommen. Ich weiß aber nicht, ob das möglich ist. Und hier geht's ja auch noch hoch. Deshalb würde ich mich gerne nochmal hier hoch teleportieren. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwie durchkommt. Ich glaube es nämlich fast nicht. Ich glaube, da müssen wir auch hier so außen lang. Ich glaube, da müssen wir erst hier lang. Dann so außen rum. Ah, doof. Ich glaube, hier werden wir da nicht langkommen. Okay, wir wollen ja was... Wir haben jetzt so ein Ehepaar... ich habe keine Ahnung, ein Paar getroffen.
Ja, wo ein Geist, die Frau und noch so ein Typ, Mann war. Keine Ahnung, was ich gerade laber. Auf jeden Fall, wollte er nicht mehr mit ihr zusammen sein. Was vielleicht auch verständlich ist, weil sie war ein Geist. Keine Ahnung. Moment mal, wir sind ja Level up hier. Und ich habe nichts mitbekommen. Oh, jetzt. Oh, viel zu gut, Alter. Müssen wir mal hier auf andere Sachen gehen. Niederwerfen. Sollten wir vielleicht auch noch. Also es geht auch nur bei humanoiden Gegner, okay. Bei Insekten, Monster und so hat es sowieso keine Chance. Mir noch mal. Okay, und dann können wir jetzt rein theoretisch den Riesentod benutzen und auch den speziellen Falchion. Ah, das war's auch schon. Ich zeige Ihnen, ich zerlege hier noch ein paar Sachen. Könnte ich mal verkaufen. Ich meine, es bringt eh nur Holz. Könnte ich dann den jetzt dann noch mit dazu nehmen? Hat der irgendwas? Nee. Haben wir 994.000 und 14 haben wir Schaden insgesamt. Hier hätten wir dann. Okay, deutlich mehr. Der Riesentod an sich hat ja schon voll viel Schaden. Können wir den Hammer der Gerechtigkeit zerlegen und dort. Was hat denn der? Ach, der hat so ein Schadensdings. Könnten wir natürlich auch auf den spitzen Falchion draufhauen, was ich ihrem bevorzuge. Schadenskristall. Schön. Das ist wieder der perfekte Schwertkämpfer und das ist die Tussi von sowieso. Hier lag nämlich, glaube ich, auch noch irgendwie die Universitätsteil rum. Ich weiß nicht, ob wir das mitgenommen haben. Wie viel fehlen uns da eigentlich? Von diesen Universitätsunterlagen. Da klopft es schon wieder an der Tür. Ja, und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder von dieser Folge. Bis dahin. Ja, das war auch wieder meine brandneue Folge von Let's Play Tour 2. In dieser Folge konnten wir wieder ein bisschen mehr über die Vergangenheit von Gandua herausfinden. Ja, auf jeden Fall haben wir herausgefunden, dass es so eine Art
Feuriges in einem Kästchen bei sich hat, was er hart erkaufen musste. Keine Ahnung, was genau ist, aber es soll warm sein, wurde uns von Caniff gesagt. Ja, und was genau ist, das werden wir bestimmt noch herausfinden, aber wahrscheinlich nicht in den nächsten Folgen, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, und wir sollen jetzt der Prophetin Bericht erstatten. Bevor wir das allerdings tun, möchte ich hier auf dieser Insel weitgehend noch die wichtigsten Quests abhaken. Und ja, bis dahin bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. This human, how can you be certain? Hope.